Eine überaktive Harnblase ist eine Harnblase, die unkontrolliert sich zusammenzieht und dadurch eine Harndrang-Symptomatik auslöst. Das kann auch schon bei leerer Harnblase auftreten. Das heißt, Patienten bekommen unkontrolliert Drangsymptomatik, obwohl die Blase noch gar nicht gefüllt ist. Wenn Patienten so eine stark ausgeprägte Drangsymptomatik haben, dass bei leicht gefüllter Blase auch Urin verloren geht, spricht man von einer Dranginkontinenz.